Und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag hier zu einer neuen weiteren Folge bei Grid Legends. In der letzten Folge haben wir uns so ein bisschen die sogenannten Anfänge angeguckt. Da hatten wir jetzt leider nur Silber bekommen, dann haben wir aber hier bei sich beweisen Gold, Sophie, bei neuer Anfänger und Einarbeitung bekommen. Was ich mit euch jetzt ganz gerne mal machen möchte, hier in der zweiten Folge, das haben wir in der ersten Folge nicht großartig machen können, weil wir waren mitten schon in der Story so ein bisschen drin gewesen, die bis jetzt finde ich sehr, sehr erregend irgendwie auf eine gewisse Art und Weise ist. Ich meine nicht nur körperlich erregend, einfach geistig erregend irgendwie. Ist sehr schön gemacht, man ist sofort drin. Will ich mit euch aber gemeinsam mal hier das Hauptmenü uns angucken. Wir haben zum einen hier Home. Home, da können wir alles machen in Sachen Anmeldung, why wasted, wenn wir online spielen wollen. Wir können Trackday durchgehen, wir können Rookie Cup anfangen oder Jaguar, also irgendwelche kleinen Events, wo wir Credits und alles mögliche sammeln können. Dann haben wir natürlich, wie gerade schon erwähnt, die Story, die Karriere, die man eigentlich generell schon aus Grid-Zeiten so ein bisschen kennt, aber die Story ist gerade sowieso der Mittelpunkt dieses Spiels einfach, weil es vorher so nicht gab. Social, wo wir dann halt auch Online-Rennen und so bestreiten können. Rennen erstellen, da können wir dann quasi Online-Rennen erstellen, denke ich mal, oder vielleicht auch ein eigens angelegtes Rennen. Okay, dann haben wir mitunter auch die Garage mit unseren ganzen Fahrzeugen, die wir eigentlich doch gar nicht besitzen. Das Team an und für sich. Was ich gerne gucken möchte, ist natürlich hier. So, Teamprofil, Teamname. Okay, gibt's. Oh, warte mal, doch, hier. Da können wir unseren Vor- und Nachnamen. Teamname, Team 1. Ja, ich würde mal sagen. Steko Racing, Vorname, Waldemar und der Nachname Van der Lok. Dann können wir noch irgendein Wappen nehmen, wie jetzt zum Beispiel ein sogenanntes G. Wir können aber auch sowas hier nehmen, was ich ganz cool sogar irgendwie finde für den Anfang. Und können dementsprechend auch die Farben aussehen. Das würde ich aber ganz ehrlich gesagt dabei belassen. Okay. So, und dann können wir auch noch Team Banner Farbe nehmen. Da gibt es aber auch coole Sachen, die mir auch hier ganz gut gefallen. Union Motorsport finde ich irgendwie ganz schick. Nehmen wir das hier. Und dann können wir auf Fortschritte uns auch nochmal angucken, was wir alle schon was erreicht haben. Das ist natürlich selbstverständlich nach einer Folge nicht viel. Aber wir haben unseren Namen und da können wir jetzt mal gleich, wir gehen sowieso gleich zur Story, uns mal angucken, was wir denn auch, ob wir unseren Namen natürlich auch in der Story beibehalten, weil bisher steht da nur Nummer 22. Hier können wir Sponsoring eingeben. Also eigentlich geht es halt schon ein bisschen hinaus, dass wir, ja, eigentlich für unser Team, was wir später haben, da schon mal ein Sponsoring einstellen. Also da können wir halt im Hauptmenü schon so einiges einstellen. Dann haben wir zu guter Letzt natürlich auch die Option Spieloption, sei es zum Beispiel Spieloption an sich. Die Einheit ist halt zum Beispiel ein KMH, natürlich aber auch in Meilen per Hour Sichtfeld. Kamera, Aufhängungsfeedback, all die Sachen, da interessiere mich immer nicht so. Schwierigkeiten, hatte ich schon vorhin ein bisschen erwähnt oder in der letzten Folge, können wir während des Rennens einfach mal so einstellen, finde ich auch mega toll. Anzeige an sich, was wir brauchen, was nicht, zum Beispiel hier die Minikarte könnten wir ausschalten, wir könnten die Fahrertags ausschalten, Tacho, Zeit, Rennposition können wir alles drin lassen, Racecraft, Warnung, Verfolgerpfeile, Anzeige, okay, gut. Ja, einfach mal anwenden und den Rest halt hier online, wenn wir da welche Einstellungen haben wollen. Das war eigentlich im Großen und Ganzen das, was wir jetzt hier machen können und was das Spiel halt so ein bisschen ausmacht. Was aber wirklich das Spiel richtig doll ausmacht, ist halt einfach die Story. Da machen wir natürlich weiter und gehen jetzt mal zu ins Getümmel. Viel Spaß dabei! Zu gewinnen, darfst du beim Ablaufen des Timers nicht in der Gefahrenzone sein. Denn wer diese bei Null noch nicht verlassen hat, wird eliminiert und scheidet aus. Der Timer wird dann zurückgesetzt und wer am weitesten zurückliegt, findet sich in der Gefahrenzone wieder. Die Teilnehmer werden ausscheiden, bis nur noch einer übrig bleibt. Also sei schnell, bleib an der Spitze und wenn du in der Gefahrenzone landest, tu was du kannst, um wieder herauszukommen. Ja, das ist Elimination.
Eigentlich ein altbekanntes System, aber ganz cool. Heißt, wer letzter ist, fliegt. So. Ziel, Platz 10 oder höher. Oh, das ist unser Chef. Ja, wir sind ein Teamplayer. Und unser Name steht auch drin. Wir sind auf dem 15. Platz. Sehr schön, das hat auch funktioniert. Jetzt sind wir nicht nur Nummer 22. So schaffen wir es in die Profiliga. Du wurdest ins Team geholt, um so viel zu leisten wie ich, 22. Wir brauchen gute Ergebnisse von dir. Ey, ich hab jetzt einen Namen. Ich heiße Weidemar. Oh, Wick Scott ist jetzt unser Feind. Geh da lieber auf Abstand. Lass dich nicht aus dem Rennen werfen. Oh, die Schiffe von außen. Oh. Oh, schon mal Platz 10, super. Ich weiß aber, ich sag noch gar nicht, wie weit die Story, hoppala, ihr reicht. Können wir uns ja da gleich mal angucken. Zum Ende der Folge am besten. So, die ersten scheiden jetzt aus. June ist anscheinend hinter uns. Schön wäre es natürlich auch, wenn wir halt vielleicht auch unseren Anzeigenamen vielleicht haben oder halt unseren ausgesprochenen Namen ändern könnten. Nummer 22 ist ein bisschen doof, aber gut, sei es drum. So. Oh. Oh. Ah. Ja. So, der nächste fliegt jetzt hier gleich. Hoppala. Ich wollte mal gucken, ob man hier auch eine Wiederholung einstellen kann. Die Wiederholung gibt es leider immer erst am Ende des Rennens. Das ist natürlich ein bisschen schade. Oh, wir sind schon auf Platz 4. Also gerade bei solchen Rennen kann man natürlich jetzt überlegen, mit der Schwierigkeit ein wenig nach oben zu gehen. Und da komme ich mal auf eine Möglichkeit, die ich gerne mal probieren möchte. Wir gehen mal jetzt hier auf Option. Das würde mich mal auch interessieren. Wie gesagt, hat er gesagt, KI-Schwierigkeit könnten wir auch während des Rennens vielleicht sogar ändern. Schwierigkeitsänderungen wären im nächsten Rennen. Alles klärchen. Machen wir aber einfach mal. Oh, wir müssen das Rennen neu starten. Das machen wir aber jetzt hier zu Ende. So, jetzt haben wir hier den ganzen Schwung. Manchmal ein bisschen verworren hier. Ah, die Lücke, die kriege ich. Ist die June eigentlich noch drin? Unser anderes Auto kämpft sich durchs Mittelfeld. Naja, dann sagt mir mal, dass sie langsam rankommen soll. Ich kann hinter denen auch uns aufhalten hier. Oh, es macht aber wirklich richtig viel Spaß, muss ich echt mal sagen. So, Rick Scott ist der Nächste. Dann sind also nicht mehr viele dabei. June müsste also auch ausgeschieden sein. Oh. Hoppala. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Ah, die Rick Scott ist der wahrscheinlich, der uns hasst. Deswegen dieses rote Symbol neben seinem Namen. Oh, June ist draußen, oder Teamkollegin.
Oh. So, jetzt sind glaube ich noch zwei Dränge. Einmal Rick Scott und unsere Wenigkeit. Und in 7 Sekunden, wenn wir jetzt nichts falsch machen, müsste Rick Scott auch eliminiert worden sein. Und wir haben damit gewonnen. Oh, nee, ach, Rick Scott, ach, in rot markiert heißt auch, das sind die nächsten. Alles klärchen. Gut, jetzt ist es nur noch 7 Sekunden, bis auch Rick Scott draußen ist. Und dann müssten wir gewonnen haben. Ja, so ist es auch. Schöne Sache auf alle Fälle, aber ich würde halt natürlich auch versuchen, bis mit der Schwierigkeit hochzugehen. Habe ich auch jetzt gemacht. Im nächsten Rennen wird es ein bisschen schwieriger. So. Wow. Wow. Was? Hä? Was ist jetzt los? Ich wollte mit euch jetzt ganz kurz mal eigentlich die Wiederholung nachgehen. Jetzt habe ich auf Pause gedrückt und unser Auto fährt weiter. Was ist das denn? Okay, ein Augenblick. Ist ja auch nicht schlecht. Komm, wir können wirklich hier lenken. Hä? Okay, ist das normal? Guck mal, jetzt ganz ehrlich. Ich mache jetzt mal eine 90-180-Grad-Drehung, ja? Ich kann mein Auto in der Wiederholung fahren. So, einmal rückwärts fahren. So, hoppala, Entschuldigung. Auch nicht schlecht. Oh, hoppala. Vorsicht. Oh, was stehen die denn alle hier? Oh, Vorsicht. nicht schlecht. Ja, eigentlich wollte ich mit euch Folgendes machen. Ich wollte eigentlich... Ja, keine Ahnung, was ich hier machen wollte. Okay, gut, Wiederholung funktioniert irgendwie nicht ganz so wie gedacht. Da ist irgendwie ein kleiner Fehler drin. Ich heiße Yumi Tanaka. Ich bin jetzt seit 3 Jahren die Nummer 1 bei Seneca Racing und ich habe es mir als Ziel gesetzt, die erste Frau zu werden, die die Meisterschaft gewinnt. Reden wir kurz über die neue Nummer 2. Mhm. Und darüber, dass Ardeau jemand Unbekanntes einstellt. Naja, Ardeau investiert gern in Potenzial. Das macht uns zu dem Team, das wir sind. Aber am Ende kommt es doch immer nur auf eines an. Bist du tatsächlich gut genug? Man braucht viel Talent, um in einer einzigen Saison in so vielen Disziplinen und Events anzutreten. Mit Einsatz und guten Absichten allein kann ein Team nicht überleben. Wir brauchen Siege. Ja, dafür habt ihr mich geholt. Paris, 26. April 2020. Manzi macht ernst. Ziel, besiege Valentin Manzi. Okay, und das Ganze, wie gesagt, siehst du auch auf Experten-Schwierigkeitseinstellungen. Wow! Die gehen ja ab. Oh. Oh, erstmal wow. Hoppala. Mega ungewohnt. Okay, gute Arbeit, Edwin. Ah, die Grafik ist schon Träumchen, ey. Oh. Oh, Juno auf Platz 1. Sehr gut. Vorsicht. Oh, ich habe sehr viele Rivalen jetzt bekommen. Du hast dieses Auto einmal zu oft gerammt. Ja, ja, ich merke schon. Boah. Ungewohnt, mit solchen Fahrzeugen hier zu fahren. Ach, die haben nur 3 Gänge. Okay. Ungewohnt. Ah, shit.
Rewind. Oh. Oh. Ey, die heben ja vorne immer schön ab, ey. Ah, schaffen wir jetzt noch den vierten hier? Gutes Tempo. Mach in Runde 2 ein paar Plätze gut. Oh. Fallen jetzt ja um 5 Uhr Runden. Oh. Alter, haben die Power. Die Fahrzeuge habe ich schon mal im Fernsehen gesehen. Ich war so erstaunt gewesen. Das war so surreal gewesen. Ich kann nicht mal sagen, welche Fahrzeugklasse es ist. Wenn jemand es von euch weiß, schreibt es gerne in die Kommentare. Aber, wieder der Erste. June hat 9 voll gebaut. Aber als erstes Mal im Fernsehen gesehen habe, war es so surreal gewesen, weil es wirklich so abläuft. Wir haben einfach so mittendrin Sprungschanzen. Oh. Ja. Oh, wir haben ganz viele Plätze verloren. Und dann springen die da rum, die heben mit vorne mit der Vorderachse ab. Das ist so krass. Oh. Rein die dritte Runde. Du bist in Runde 3. Mach ein paar Plätze gut. Ja, ich war schon auf dem ersten, ey. Bisschen ärgerlich. Aber immerhin bin ich mal beim Eiffelturm gewesen. Auch schön. Sprung. Oh. Abola. Ja, extra Rivale. Zack. So, June ist vor uns auf Platz 3. Oh, die Motorhaube fliegt gleich. So, rein in den Tunnel. So, hier ein bisschen zurückhalten. Gucken, was die vor uns machen. Vorletzte Runde jetzt. Jetzt sind es noch 2 Runden. Komm, wir lassen mal jetzt einfach mal. Hoppala. Ah. Die Schanzen hier einfach mal aus. Vielleicht hat es jetzt nichts gebracht, weil auch die Schanzen immer schön auf die Ja-Linie sind. Oh, wow. Wow. Ah, war so geplant. June, pass auf. Ah, June. Ach, June heißt die. Naja, June. Oh. Ah, komm, rewind. Boah, der ganze Wagen bewegt sich immer beim Lenken, aber ist irgendwie geil. Oh. Ah, in meinem Platz 3. Ja. Oh ja, guck mal, man ist ohne Sprung ein bisschen schneller. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Weil hier geht es jetzt richtig schön in die Bremse rein. Okay, zweiter sind wir schon mal. Und mal gucken, ob wir jetzt noch Rick Scott erwischen. Die Möglichkeit haben wir jetzt auf der langen Geraden. Und da kommt ja dieser harte Anbremspunkt. Komm, sie, Buschi.
Nee, da kann man nicht mehr ran. Müsste jetzt noch verteidigen? Aber immerhin, zweiter Platz, unser Wagen ist ein bisschen schrottreif. Also leider mit den Wiederholungen, das funktioniert hier nicht so ganz, wa? So, damit hätten wir jetzt schon einmal... Oh, ausgefahren, Ellbogen 8, nur Silber, weil wir natürlich Zweiter geworden sind. Fähigkeiten! Weiter geht's. Hol das Upgrade zur Vollversion von... ja. Gut, als kleine Randnotiz für all diejenigen, die vielleicht genauso über EA Play diese Trail-Version spielen, also die Vollversion als Demo-Version eigentlich insgeheim, und hiermit in der Story sind, ab Level bzw. ab Episode oder Kapitel 7 Fähigkeiten müsst ihr das Spiel kaufen. Habe ich gerade schon getan, weil ich finde es echt irgendwie geil, wa? Macht richtig viel Spaß, also ein riesen Pluspunkt dafür, wie die Story gestaltet ist. Mein Name ist Ajit Singh. Ich bin Senecas leitender Ingenieur. War das okay? Cool. Kommt rein. Willkommen in der Werkstatt. Das hier ist unser neues Baby. Ein Beltra Icon Mark III, aber mit ein paar Upgrades. Elektromotor, aktive Aufhängung und platzierte Brennstoffzellen. Hier. Das meiste Gewicht sitzt hier unten im Chassis. Und der hier? Das ist ein alter Freund aus der letzten Saison. Jupiter San Marino. Ich habe den Job, weil ich mit Marcus gewettet habe, dass ich einen alten Eagle Ray MK4 schneller mache als einen Type 8. Hat keine 7 Tage gedauert. Jetzt schraube ich an alle mit Motor und Überrollkäfig. Tourenwagen, Muscle Cars, Open Wheel. Ich mach dir alles siegestauglich. Einen Fahrer zu finden ist eher das Problem. Sehr charmant das Ganze irgendwie. Chicago, 17. Mai 2020. Manzi greift tief in die Trickskiste. Ziehe Platz 7 oder höher. Du musst mindestens auf Platz 7 abschließen. Okay. Viel Glück. Unsere Autos können mit Wolfs mithalten. Zeigen Sie ihn. Was? Ah, mach dich bereit. Startet in 3, 2, 1, go! Was müssen wir jetzt eigentlich machen? Puh, aufgeregt ein bisschen. Okay, Joom, lass mich vorbei. Oh, oh. Joom, Joom, ich habe kein Force Feedback. Ich habe kein Force Feedback. Schön. Force Feedback ist weg. Force Feedback ist weg. Lenkrad ist schwammig. Was soll ich machen? Okay. Schön. Force Feedback ist wieder drin. Er kann voll angreifen. So, Joom. Lass dich mal vorbei hier. So, ja. Für all diejenigen, die vielleicht ja, mittendrin das Spiel vielleicht mal kurz unterbrochen haben und ins Hauptmenü gegangen sind, gerade bei der Xbox. Ab und an kann es sein, gerade bei Codemasters ist mir schon sehr oft aufgefallen, dass das Force Feedback auf das Lenkrad einfach mal verschwindet. Das Lenkrad könnt ihr voll und ganz benutzen, nur kein Force Feedback heißt, ja, es geht nicht mehr auf Null, beziehungsweise es ist kein, ihr habt keine Gegenlenkung mehr drin. Dann einfach mal das Lenkrad abstöpseln per USB, anstöpseln, mit im Spiel geht's auch und dann habt ihr auch wieder Force Feedback. So, wir können jetzt angreifen. Was ist denn jetzt eigentlich unser Hauptziel? Das weiß ich bis jetzt noch gar nicht. Ach, da vorne sind ja welche. Ah, ich tritt nochmal das Pärchen auf. Ah. So, rein in die Lücke. Oh, schön. Platz 11 aktuell, aber jetzt kommen die ganzen Gegner und ich glaube, die haben etwas schwächere Wagen als wir. Ja, June ist auch schon mal vorbei. Los, hol sie ein!
Ja. Hol du mal lieber auf, June. Kleiner Stößchen hier, dann können wir hier richtig schön die Lücke reinstechen. Oh, das macht so viel Spaß, sag ich euch. Es ist halt auch eine willkommene Abwechslung zu dem Zeitalter, wo alle auf Simracing unterwegs sind. Und pardon, wenn ich es immer so sagen muss, immer denken, als hätten sie die Weisheit mit Löffeln gefressen und wirklich schon richtig in Rennwagen drin gesessen. Das ist unglaublich. Auch wenn die Simulationen heutzutage extrem gut geworden sind, ja, ersetzt halt nicht den richtigen Motorsport, muss man immer noch dazu sagen. Da ist das halt wirklich mal eine willkommene Abwechslung. Einfach mal pure Action. So, oh, hoppala. Platz 3. Deine Zeit für die letzte Runde war 58,7. Sehr schön von außen. Oh. Ah, wir haben so große Lücke gelassen. Ja, das ist es doch! Oh, leicht mit dem Heck angestoßen. Ja, ist auf alle Fälle der Sieg. Schafft Jooms auch noch so ein bisschen reinzukommen? Unser anderer Wagen ist auf einem der mittleren Plätze. Nee, soll ich mal ein bisschen beeilen hier, ranhalten, dass wir einen Doppelsieg rausfahren können. Achso, schon zu spät. Hier ist ja schon das Ziel. Gute Arbeit, Leute. Damit habt ihr Wolfs ordentlich Angst gemacht. Dankeschön. Waldemar van der Lok auf Platz 1. Wolfs und Seneca werden sich in Dubai wiedersehen. Und ich werde natürlich auch dabei sein, um Ihnen Action vom Feinsten bei der Crit World Series zu präsentieren. Ich hoffe nur, ich sag nichts Dummes. Nur ja nichts Peinliches aufnehmen, okay? Wie heißt du? Tom. Freut mich sehr. Tom? Alles klar bei dir? Tom? Okay, dann lass uns loslegen. Hi, ich bin Valentin Mansi und ich bin 10-maliger Grid-Weltmeister. Ich mach nur Spaß. Ich hab noch nie gewonnen. Aber es war knapp. Das Leben ist so wunderbar, denn ich bin YouTube-Star. Also teilt, liked und schreibt für eine besondere Zeit. Bis bald.